Ja, dann begrüße ich Sie erstmal alle ganz herzlich und freue mich, dass das doch deutlich mehr ist, als ich jetzt vermutet habe, an Interesse. Mein Name ist Markus Ludwig und ich möchte Ihnen gern die Kalari-Tradition etwas vorstellen, was das denn ist, beziehungsweise das Kalari-Wissen. Und das ist das spezielle, beziehungsweise spezielle Wissen über das Mama-Nadi-System, das Chakren-System, wie wir im Kalari damit umgehen und was für ein Potenzial eben für das Yoga in diesem Wissen steckt, wie man die eigene Yoga-Praxis dadurch noch ergänzen kann. Bevor ich zu diesem speziellen Kalari-Wissen komme, möchte ich mich ein bisschen vorstellen noch weiter, woher ich denn das Wissen habe, dass Sie so eine Vorstellung haben. Und dann eben die Kalari-Tradition an sich etwas vorstellen und dann halt auch zu dem Yoga, zum Kalari-Wissen, insbesondere eben das Mama-Nadi-System kommen und was das denn mit dem Yoga zu tun hat, beziehungsweise mit den Asanas zu tun hat. Da kommen wir dann auch noch hin. Okay, darf ich erstmal so fragen, hat jemand von Ihnen schon mal den Begriff Kalari gehört? Vorhin am Stand bei uns. Nein, noch vorher schon. Na, also das Mama-Nadi-System ist auch dann ein paar schon ein Begriff. Auch. Na, sehr schön. Gut. Die Kalari-Tradition kommt aus Südindien. Kalari bedeutet das Wissen der alten Künste. Kalari selbst heißt, die alten Künste kommt von dem Wort Kalas und es sind eben die Lehrstätten, in denen die alten Künste von Tanz, Musik, Kampfkunst, Medizin, Astrologie, Mathematik, es waren insgesamt 64 Stück, wurden halt früher dort unterrichtet. Nicht in einem Kalari immer alle, aber insgesamt beinhaltet eben die Kalari-Tradition das Bewahren, das Weiterentwickeln und das Weitergeben, das Anwenden dieser Künste. Es gab in den vielen Epochen, die Tradition ist halt schon sehr alt. Wie alt kann man gar nicht so genau sagen. Irgendwann hat ein Lehrer von mir gesagt, eigentlich ist, wie der Mensch gewachsen ist, so ist die Kalari-Tradition gewachsen. Also das heißt, wie seine Künste gewachsen sind, des Menschen, so ist die Kalari-Tradition gewachsen. Wann es denn irgendwann jemand nun als Kalari-Tradition bezeichnet hat, ist nicht mehr zu sagen. Und auch letztlich nicht so wichtig. Also es ist das Besondere an der Kalari-Tradition ist eben, dass eine Synthese dieser unterschiedlichen Künste ist. Und womit wir am meisten arbeiten, was heute auch noch am lebendigsten ist, eigentlich die Kampf- und die Heilkunst neben Musik und Tanz. Das machen wir nicht so sehr. Wir sind mehr die Kampf- und die Heilkunstgruppe. Und das Besondere ist eben, dass also das Wissen der Kampfkünste, das bedeutet ein sehr intensives Wissen über den Körper, über die Funktionalität des Körpers, über die Verletzlichkeit des Körpers, wie kann man jemanden verletzen, wie kann man sich selbst stärken, optimieren, seine eigenen Leistungen optimieren, dass dieses Wissen über den Bewegungsapparat, über den Energiehaushalt des Körpers, über das energetische Gefüge letztlich, das ist das Mama-Nadi-System des Körpers, dass das eben in die anderen Geschichten mit reingeflossen ist, in die Heilkunst, in Ayurveda, also die Heilkunst Indiens. Und so ist, die ergänzen sich dann. Der Ayurveda, das Wissen des Yoga ist mit reingeflossen. Und so kommt eben dieses ganz Spezielle dann zustande. Jetzt ist oftmals so die Frage, was hat aber denn eine Kampfkunst, sowas hat denn Kampf- und Kriegskunst irgendwie ja auch mit Yoga und sowas zu tun. Es gab in verschiedenen Epochen unterschiedliche Anwendungsweisen, auch der etwas kriegerischen Aspekte des Kalaris. Es war in der längsten Epoche, wurde es benutzt, damit die Könige nicht gleich oder die Herrschenden nicht ganz Armeen aufeinander loslassen mussten, sondern es wurden dann eben einzelne Kalari-Krieger aufeinander losgelassen, um so Streitigkeiten eben dann zu klären, wenn es mit den Worten nicht mehr ging. Es wurde dann aber auch die viel Kalari weiterentwickelt durch die buddhistischen Wandermönche, die das einfach brauchten, weil die Wege waren ja nicht immer ganz so sicher. Und dann, wenn dann plötzlich jemand im Weg stand, wie kann ich trotzdem meinen Weg dann noch weitergehen, wie kann ich den halt überwinden? Also so gab es verschiedene Einflüsse in die Kalari-Geschichte, in das Kalari-Wissen. Ist der spirituelle Aspekt der Kampfkunst. Das bedeutet,
dass der Alltag, die einzelnen Dinge als Herausforderung gesehen werden und dann halt angegangen werden. Und was kann ich eben für Eigenschaften in mir trainieren, um diesen Herausforderungen auch begegnen zu können, so optimal wie mir möglich. Und da eben diese ganz elementaren Eigenschaften für immer weiter auszubilden. Das ist Standfestigkeit, das ist Kraft, das ist tiefer Atmen trotz Stress, das ist locker im Schultergürtel zu bleiben trotz Stress, das ist halt ein Fokus, eine Konzentration zu behalten, wiederzufinden, all diese Dinge halt zu trainieren, das gehört eben auch zur Kampfkunst. Und das ist letztlich auch das, was uns für die Yoga-Praxis dann auch sehr, was wir dafür gut benutzen können. Das ist das eine. Das ist das, was wir unter Kalari-Yoga dann verstehen. Das andere ist, das Wissen eben über das Mamanadi-System zu benutzen, um die ganz eigene, ob es Yoga-Praxis ist, die ganz eigene Behandlungsweise, ob es Massagen sind, die dadurch eben zu ergänzen.